Also hier sind wir inmitten von Prominenten, ja? Hulk, Yoda, lauter bekannte Gesichter. Alles starke Persönlichkeiten, alle aus dem Hause Disney, zu dem ja Marvel und Star Wars eben seit einigen Jahren auch gehört. Und damit kommen wir auch an bei dem absoluten Alleinstellungsmerkmal, wo sich die Rubis Deutschland absolut auszeichnet, da wir die einzigen sind in Deutschland, die Lizenzkostüme mit diesem Hollywood-Background dann auch verkaufen. Es gibt nationale Lizenzen, die wir mit am Start haben, aber die internationalen sind unser absolutes Flaggschiff. Das, glaube ich, ist bestimmt ein super Geschäft, wenn wir über Star Wars reden oder so, weil alle Kinder sind total scharf auf Star Wars. Ja, genau. Total. Star Wars ist natürlich die Lizenz nach wie vor im Kostümbereich, auch in Deutschland. Aber auch die Avengers aus dem Hause Marvel sind sehr, sehr stark geworden in den letzten Jahren. Nicht zu vergessen, aber auch Warner Bros. Wir haben hier den kleinen Batman, ja, den zierlichen neben uns stehen. Batman und Superman sind natürlich auch nicht wegzudenken. Justice League ist der neue Film gewesen, auch aus dem Hause Warner. Auch die sind sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch ein Logo, was man mittlerweile kennt. Ne? Vor ein paar Jahren gab es da einen Film, die Incredibles. Genau, die Incredibles, sprich die Unglaublichen, wie es in Deutschland bei uns heißt. Kommt der zweite Film Ende September dieses Jahr ins Kino. Und da haben wir wirklich auch, wie bei vielen anderen Bereichen auch, für die ganze Familie, für die Kids, für die Erwachsenen und für die Hunde die Kostüme. Das finde ich allerdings wirklich den Hammer, ja. Also ja. Hundekostüme haben sie, glaube ich, auch noch mehr. Ja, hier ist ja, wir haben noch mehr da unten stehen. Welche? Was ist das jetzt? Das ist ein Mickey-Maus-Hund. Mickey. Genau. Lustig. Hier haben wir den Spider. Und hier ist Minnie-Maus. Sehr schön. Und Spider haben wir auch, Spider-Man. Cool. Sehr schön. Ich habe allerdings Katzen zu Hause, die würden sich das nicht anziehen lassen. Ich habe einen Hund, der lässt sich auch nicht anziehen. Ach so, okay. Er zieht sofort wieder aus.